So, herzlich willkommen zum Tuning Tuesday. Wir sind heute wieder hier. Der Paul hat mir wieder ein paar Fragen vorbereitet, die ihr gestellt habt. Und wie ihr seht, Paul hat sich jetzt selber rasiert, oh, weil Gott. Du ja jetzt, wenn du zum Friseur musst, brauchst du ja einen Schnelltest. Sonst kannst du ja nicht zum Friseur. Da hat der Paul gedacht, er macht das selber und hat schon viel zu kurz gemacht, sein Bart. Dich verkackt. Komm, Paul, schieß los. Gut. Der Leon, der schreibt, wie hast du ins Berufsleben gestartet und wie bist du drauf gekommen, die Firma zu gründen? Leon, das ist jetzt so eine Frage. Ich kann dir sagen, reingekommen bin ich durch Zufall eigentlich mehr oder weniger, weil bis 20 habe ich mich eigentlich für Autos nicht wirklich interessiert und habe dann eine Ausbildung angefangen in einer Tuningfirma zum Kfz-Mechaniker und bin dann da mit Leib und Seele drin geblieben. Und das hat mir so gefallen, dass ich dann irgendwann 2008 gesagt habe, jetzt muss der Pelke alleine losmarschieren und die Welt retten. Cool. Ja. Aber da gibt es eine Doku. Eine Doku, gibt einfach ein im YouTube, im Reich der Scheichs. Da ist eine Doku, die geht 40 Minuten, die ist schon uralt. Da habe ich auch eine Glatze, keine Haare, da war ich noch ein bisschen Nazi. Natürlich nicht. Ja. Und da gibt es die Doku und da erkläre ich das, glaube ich, auch, wie das alles zustande gekommen ist. Gut. Der Philipp schreibt, wie hast du das mit dem Betrieb gemacht, ohne einen Meister zu haben? Man braucht ja theoretisch auch einen Meister, wenn man einen Betrieb eröffnen möchte, ne? Ein Handwerksbetrieb. Es kommt immer darauf an, Philipp, was du genau machst und ob du es glaubst oder nicht. Ich habe ja eigentlich keine Endkunden gemacht und Endkunden, wenn du Endkunden machst, dann brauchst du einen Meister. Ja? Und ich habe ja hier angefangen, habe sehr viele Tuner beliefert. Das heißt, ich habe eigentlich nur Entwicklungsarbeiten gemacht am Anfang, die ersten Jahre, und habe das dann praktisch verkauft. Ja? Und da brauchst du keinen Meister, weil ich ja nur Entwicklung gemacht habe und das war ein Handel eigentlich mehr oder weniger. Ja? Dann bin ich ja nach Abu Dhabi, war dort 5 Jahre und dann, als ich zurückkam, dann habe ich den Meister gebraucht, weil ich dann mit Endkunden sehr viel gemacht habe. Ich bin kein Meister, ich musste auch keinen Meister machen, weil ich bin da zur Handwerkskammer in Heilbronn. Dann musstest du da 1-2 Tests machen und dann ist es so eine Altgesellenregelung, wenn du den Job, ich glaube, länger wie 5 oder 6 Jahre schon machst, dann kannst du das auch ohne Meister machen. Und so war das bei mir, ja, weil wenn einer sich da auskennt, glaube ich, in der Branche und in dem Thema, dann ich. Aber wir haben jetzt auch einen guten Meister da. Jetzt haben wir natürlich einen perfekten Meister. Jetzt haben wir einen Meister und ich kann euch auch jetzt schon sagen, dass wenn unser neues Gebäude steht, werden wir 1 oder 2 Azubis einstellen, also Mechaniker, das heißt Mechatroniker, weil wir dann ausbilden dürfen und der Meister wird mit Sicherheit Hilfe brauchen in der Werkstatt. Das heißt, geduldet euch noch ein bisschen. Wenn ihr seht, dass das neue Gebäude steht, haut die Bewerbung raus, wer von euch Bock hat. Und dann gucken wir mal. Cool. Ja. Der Christoph schreibt, wie lange brauchst du, um eine neue Software zu entwickeln bei einem neuen Fahrzeug mit einem neuen Motor? Ja, Christoph, also ich sag mal so, das kommt immer darauf an, was das für ein Fahrzeug ist, was für eine Motorelektronik verbaut ist und wie viel Leistung ich da machen will. Also im Schnitt kannst du davon ausgehen, wenn du jetzt so alles grob nimmst, brauchst du circa 3 bis 4 Tage, bis du da die Basis raus hast. Aber so, dass du sagst, okay, zu 1000% fertig, können schon 3, 4, 5 Wochen vergehen, weil du findest immer wieder was anderes, immer wieder irgendwelche Änderungen, die du dann noch im Nachhinein machst. Also das ist ja wie beim Hersteller auch, du kriegst ja ein Auto und dann gibt es eine Rückrufaktion wegen dem und dem und da entwickelst du dich eigentlich permanent weiter. Und ja, aber im Schnitt, um rein Leistung rauszuholen, das auch funktioniert und alles top ist, kannst du ungefähr 1 Woche davon ausgehen. Der Bob fragt, ob du schon mal eine Engine-Swap gemacht hast oder welches Swap würdest du empfehlen? Also Bob, habe ich noch nicht gemacht und das überlasse ich dann auch den Mechaniker ja, oder Mechanikerinnen, ja, die dann Zeit dafür haben. Ich meine, Zeit, hätte ich die Zeit, hätte ich es wahrscheinlich auch gemacht, aber ich bin eher so, weißt du Bob, es muss ja zum Verkaufen sein. Ich meine, ich betreibe ja einen Betrieb, habe Angestellte, die müssen alle bezahlt werden und mir wird es nichts bringen, wenn ich dann Engine Swap mache, wo mich dann 5, 6, 7 Wochen kostet von der Zeit und dann 1, 2 Autos davon mache. Deswegen ist es lieber so, dass ich lieber meine Software mache, mich auf das konzentriere, was ich gut kann und dann sind auch alle glücklich.
Also wenn ich aber einen Engine Swap machen würden müsste, dann würde ich, glaube ich, so ein F90-Motor mit Allrad irgendwie in so einen Zweier reinklopfen. Boah, das wäre brutal. So. Jetzt, Paul, schieß los. Genau. Die Frage kommt von Ist doch egal. Ja. Welcher Hersteller von modifizierten Turbolader bevorzugst du? Ist doch egal. Nein, also ich arbeite weltweit eigentlich mit zwei Herstellern. Das ist einmal TTE und die Firma TTH. Ja? Von der Leistung, die da rauskommt bei den beiden Herstellern, die sind eigentlich immer ziemlich identisch. Unterschied ist, TTE, sage ich mal, ist von der Preisklasse etwas teurer wie TTH. In meinen eigenen Fahrzeugen habe ich nur TTE drin. Der Alkut möchte gerne wissen, 102 Oktan sinnvoll für Fahrzeuge, die nicht darauf abgestimmt sind? Also ich sag mal so, natürlich nicht, ja, weil wenn dein Auto jetzt in Serie zum Beispiel einen Zündwinkel, Kennfeld hat von 15 Grad, ja, und wenn du dann 98 Oktan reinmachst und du siehst, dass das Auto die 15 Grad macht und nichts zurücknimmt, dann brauchst du auch keinen besseren Sprit. Wenn ich dann aber natürlich von dem 15 Grad vielleicht auf 19, 20 Grad mache und ich sehe dann, dass er mit 98 Oktan 3, 4 Grad zurücknimmt, dann kannst du 102 reintun. Aber bei Serienfahrzeugen ist es meistens uninteressant, wobei ich würde es trotzdem empfehlen, 102 zu tanken, weil es halt einfach, da sind Enzyme drin, da sind andere Stoffe drin und du hältst einfach deinen Motor sauber. Der Tim möchte gerne wissen, ob es eine Grenze, eine Kilometergrenze für die Softwareoptimierung gibt. Also Tim, ich muss dir sagen, eine Grenze gibt es in dem Fall nicht. Allerdings weiß halt jeder, dass wenn ein Auto 200.000 Kilometer drauf hat, dass der Motor natürlich nicht mehr so funktioniert wie mit 10.000 Kilometer, dass da wahrscheinlich schon ein bisschen Verluste da sind und Leistungseinbußen da sind. Aber vom Großen und Ganzen, wenn der Motor immer wirklich Service gewartet worden ist und immer alles ordnungsgemäß gemacht worden ist, dann glaube ich nicht, dass da irgendwelche Nachteile sind. Also wir haben ja jetzt ein X6M mal gemacht, haben wir mal ein Foto hochgeladen, vielleicht können wir das mal zeigen, ich glaube, ich habe das drauf, ein X6M, den haben wir mal gemacht mit 100 irgendwas 1000, dann kam der, dann habe ich es fotografiert, dann hatte der 300 irgendwas 1000 und hat immer noch funktioniert. Nicht schlecht. Ja. Also in diesem Sinne, Tuning geht immer, ne? Topspeed geht auch noch ab und zu, noch, mal gucken wie lang, wenn die Grünen an die Macht kommen, dann sieht es schlimm aus. Sieht schlecht aus für uns, dann müssen wir uns halt eine Rennstrecke bauen, Paul. Wir bauen uns dann eine Rennstrecke, ja. Ja. Und dann machen wir Veranstaltungen, Topspeed-Veranstaltungen. Hm? Ja, kriegen wir hin, machen. Also, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, stellt noch ein paar Fragen für die nächste Woche und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ade.